Moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Channel von Delta Mike Heavy. Ich habe gerade getankt und easy Zigaretten und ein paar Chips gekauft, ist ja klar, ne? Was macht man sonst an der Tanke? Und ich würde sagen, wir melden uns jetzt bei Oerlinghausen und dann legen wir auch direkt los. Heute gibt es ein sehr interessantes Thema. Delta Oscar India rollt zum Abflugpunkt 1704 und startet. Kompletter Unterschied zum Turbulenzvideo. Ihr kennt es ja noch, ich verlinke euch das Video gerne mal hier oben, wo wir hier so richtig durchgeschüttelt wurden. Aber heute ist das ja herrlich. Herrlich. Und wir sind mittendrin in unserer Hitzewelle, auf die wir so lange gewartet haben, die aber auch einiges Negatives für uns mitbringt, und das sind zum Beispiel Gewitter. Wie entstehen Gewitter überhaupt? Und zwar ist es folgendermaßen: Die Sonne heizt den Erdboden und Wassermassen ordentlich auf. Also man merkt es ja selber, wenn man sich mal so 5 Minuten in die Sonne stellt, dann merkst du selbst, so alter Schwede, du wirst hier richtig ordentlich gegrillt. Und dadurch steigen über den erwärmten Flächen massive Luftpakete nach oben auf. Wasser und die ganze Feuchtigkeit, die so auf dem Erdboden existiert, verdampft. Und dieser Wasserdampf steigt auch mit auf. Irgendwann ist dann das Kondensationsniveau erreicht und der Wasserdampf, der fängt an zu kondensieren, und schon können wir eine sichtbare Wolke erkennen. Das Problem ist, dass beim Kondensieren Wärme entsteht, und während dieser Wasserdampf dann zu Lufttröpfchen kondensiert, erwärmt sich die Luft um dieses Tröpfchen durch diese freigesetzte Energie nochmal, und es wird sozusagen so eine Art Teufelskreis. Und die Luft erwärmt sich abermals und steigt wiederum weiter auf. Dadurch entstehen dann halt massive Aufwinde. Es geht erstmal mit den ganzen Wassertröpfchen weiter nach oben und immer weiter nach oben, bis dann irgendwann die 0-Grad-Grenze erreicht ist. An dieser Stelle, wo die Umgebungsluft tatsächlich 0 Grad beträgt und diese Wassertröpfchen aufsteigen, gefrieren die Dinger zu Eiskristallen. Und auch durch diesen Prozess wird wieder Energie frei, denn diese Wärme, die die Tröpfchen in sich tragen, die muss ja wieder irgendwo hin. Das heißt, beim Einfrieren dieser Tröpfchen in der 0-Grad-Grenze erwärmt sich die Luft nochmal. Und das heißt, wir befinden uns mitten in diesem Teufelskreis, und dadurch steigen diese Eiskristalle immer höher und immer höher. Es entsteht immer wieder Aufwind und Aufwind und Aufwind, und die Eiskristalle steigen einfach höher, weil die Luft dort so warm ist und immer weiter steigen kann. Aber irgendwann ist dann dieses Maximum erreicht, und das ist der Punkt, an dem die Luft nach oben hin nicht mehr kälter wird, und das ist so ungefähr bei 12 Kilometern Höhe der Fall. Da die Luft darüber dann nicht mehr kälter wird, kann die Luft nicht mehr weiter aufsteigen. Das Problem ist jetzt aber, dass sehr, sehr viele Eiskristalle nachrücken und der Platz da oben echt eng wird. Und was machen die Eiskristalle? Ganz genau, die müssen dann in die Breite gehen, also in die Horizontale, weil sie vertikal einfach nicht mehr flüchten können. Daraus bildet sich dann quasi diese ganz bekannte Form eines Amboss. Die steigt ja mal so hoch, so säulenartig, und oben wird sie dann so auseinandergehen und ist dann ganz flach an diesen ungefähr 12 Kilometern Höhe. Ganz oben in dieser Wolke, da ist jetzt sehr viel los, da sind sehr, sehr viele Eiskristalle unterwegs, denn die breiten sich ja immer hin und her aus, da ist sehr viel Energie, da ist sehr viel Luftbewegung, und was passiert? Diese Eiskristalle verbinden sich zu Hagelkörnern, also es werden immer größere Hagelkörner, und die schwirren da oben jetzt noch in diesem Aufwind rum, solange dieser Aufwind die Hagelkörner halt tragen kann. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, da sind diese Hagelkörner so groß und so massiv und schwer, dass die sich da oben allein durch den Aufwind einfach nicht mehr halten können. Und was passiert in der Folge? Ganz genau, die Dinger fallen einfach runter. Das Problem an der ganzen Sache ist, diese Hagelkörner, die führen positive und negative Ladungen bei sich, stoßen aber beim Fallen auf die aufsteigenden Eiskristalle. Und wenn die aneinander stoßen, dann ist es so, dass die negativen Elektronen
zu den Hagelkörnern überwandern. Und das hat dann zur Folge, dass positiv geladene Eiskristalle immer weiter nach oben steigen in der Wolke und in erster Linie negativ geladene Hagelkörner durch die Aufnahme dieser negativen Elektronen nach unten fallen. Und die Folge daraus ist, die Wolke ist oben eher positiv geladen und unten ist sie eher negativ geladen. Dieser Ladungsunterschied innerhalb dieser Wolke, der muss ausgeglichen werden. Das ist genauso wie ein Druckausgleich. Das heißt, diese Spannung dazwischen muss ausgeglichen werden. Und das geschieht durch einen Blitz. Gewitter bedeutet für uns UL-Flieger und für alle Flugzeuge im Prinzip immer Gefahr. In Gewittern und an Gewittern herrscht heftigster Niederschlag, teilweise wahnsinnig kraftvoller Hagel, also richtig ordentliche Körner. Die kommen halt so klein unten auf der Erde an. Allerdings können die in dieser Wolke noch eine ganz andere Größe haben. Dann haben wir in der Wolke massive Aufwinde, massive Abwinde direkt daneben und dadurch natürlich auch massive Scherwinde. Das heißt, wir haben unglaubliche Turbulenzen mit einer wahnsinnigen Kraft. Und weil das natürlich nicht alles ist, haben wir halt noch diese Blitze. Und bei den Blitzen ist es tatsächlich so, die können eine Stromstärke von bis zu 100.000 Ampere haben und eine Spannung von bis zu 100 Millionen Volt aufweisen. Die große Frage ist nun natürlich, was machen wir gegen Gewitter? Und die Antwort ist, man kann gegen Gewitter nichts machen. Das Einzige, was wir machen können, ist clever handeln und natürlich vorausschauend handeln und mit Köpfchen agieren. Wenn wir irgendwo ein Gewitter sehen, dann ist Regel Nummer 1, unangefochtene Regel Nummer 1, die kann man auch nicht wegdiskutieren, Abstand halten. Einfach nur Abstand halten. Es sieht faszinierend aus, fliegt nicht hin. Macht es auf gar keinen Fall. Nicht dem Gewitter nähern, sondern Abstand halten. Das Problem ist nämlich, wenn man erstmal in diese Nähe des Gewitters kommt, dann kann es, wie gesagt, A, zu schwerer Turbulenz kommen, die tatsächlich zu Strukturschäden des Flugzeugs auch führen kann. Und davon gibt es tatsächlich Berichte, dass Flugzeuge, insbesondere Kleinflugzeuge, wahnsinnig hin und her geschüttelt wurden, weil sie sich innerhalb eines Radius von 25 Kilometern oder 20 Kilometern um ein Gewitter herum befanden und das so hardcore viel Energie mitgebracht hat, dass sich das tatsächlich auf den Flug ausgewirkt hat. Und es gibt B noch die Möglichkeit, dass deine Ground Speed vielleicht zu gering ist, um diesem Gewitter irgendwann noch zu entkommen. Das heißt, du willst vielleicht umdrehen, aber du hast auf einmal so viel Gegenwind auf der Nase, dass du über Grund einfach nicht von der Stelle kommst und denkst, ey, scheiße, Alter, ich komme hier nicht weg, das Ding holt mich ein. Deswegen Abstand ist das A und O, der Abstand zu den Gewittern halten, unbedingt. Niemals hinfliegen, niemals irgendwie sagen so, ich guck's mir nur einmal an, mach mal gerade ein kleines Selfie für Instagram oder sowas und dann fliege ich wieder zurück. Nein, einfach nicht dahin fliegen. Was ergibt sich daraus? Daraus ergibt sich ein Mindestabstand. Und dieser Mindestabstand sollte am besten tatsächlich mindestens 20 Kilometer betragen. Und das ist ohne Scheiß so, also ungelogen, mindestens 20 Kilometer solltet ihr von Gewittern Abstand halten, auf jeden Fall. Weitere Vorgehensweisen, die wir treffen können, ist beispielsweise die Reduktion von Geschwindigkeit. Wenn man eher im gelben Bereich unterwegs ist, dann sollte man seine Geschwindigkeit auf jeden Fall in den grünen Bereich reduzieren. Mit dem gelben Bereich haben wir unseren Vorsichtsbereich und den sollten wir nur in ruhiger Luft verwenden. Genauso wie jetzt gerade. Jetzt gerade ist es ultra ruhig. Da können wir natürlich gerne bis in den gelben Bereich beschleunigen. Aber wenn wir Turbulenzen spüren, die vielleicht sogar auch noch von Gewittern ausgeht, also wissentlich von Gewittern ausgeht, dann auf gar keinen Fall im gelben Bereich bewegen, sondern ruhig reduzieren auf deutlich grünen Bereich, damit wenigstens die Struktur des Fliegers safe ist. Was kann man noch machen? Umdrehen. Umdrehen ist die Devise. Wenn ihr ein Gewitter seht, das vielleicht in einem Radius von 20 Kilometern an euch dran ist, dann fliegt einfach nicht nebenher, fliegt auch nicht drauf zu, sondern dreht einfach um. Einfach umdrehen. Im Zweifel, wenn es tatsächlich schon ein bisschen brenzlig wird und es sich auf einer anderen Seite vielleicht auch noch zuzieht oder was weiß ich, das kann ja immer alles passieren, dann Alternate suchen, runter, landen und die Wettersituation abwarten. Eventuell bedeutet das auch, das Flugzeug stehen zu lassen und nach Hause zu fahren, mit dem Zug sich abholen zu lassen oder vielleicht einfach mal ein Zimmer über Nacht zu nehmen. Aber auf gar keinen Fall in die Richtung fliegen und auf gar keinen Fall in irgendeine unnötige Gefahr begeben. Das Allerwichtigste ist aber die Prävention. Wenn Gewitter vorhergesagt sind in eurem Bereich, dann lasst es einfach sein. Ihr müsst nicht fliegen, sondern ihr habt das Privileg, fliegen zu dürfen. Bleibt auf dem Boden und lasst euch davon nicht beeinflussen. Ich weiß, dass Wetterphänomene sehr verlockend sein können, aber bleibt einfach auf dem Boden. Und das gilt auch für ganz kurze, kleine Runden. Ja, nur mal eben um den Kirchturm, nur mal eben das, nur mal ganz schnell, bla bla. Wenn das schon so anfängt mit nur mal eben, nur mal ganz schnell,
Das ist dann schon unheilschwanger sozusagen. Also da würde ich schon doppelt empfehlen, einfach auf dem Boden zu bleiben. Schmeißt einen Grill an und schaut euch das Naturphänomen lieber an. Genießt die Natur, anstatt es mit ihr aufzunehmen. Und jetzt drehen wir um und fliegen nach Oerlinghausen und landen dort, weil nämlich mein Schüler gleich auf mich wartet und der sich bestimmt schon massiv darauf freut, endlich mit mir fliegen gehen zu können. Und ich hoffe, dass ihr euch auf diese Landung freut. Wir machen jetzt mal hier ein bisschen Gas und fliegen mal mit etwas mehr Speed zurück heute. Wir haben jetzt hier eine Indicated Airspeed von 210 km/h anliegen und nur 170 km/h Ground Speed. Das heißt, 40 km/h kommen von vorne. Das ist schon ganz ordentlich. Da brauchen wir noch ein, zwei Minuten bis nach Oerlinghausen. Da sieht man mal, was die FK kann. Ne? Ganz lockere 220 km/h kriegen wir hier natürlich auch. Das ist ja kein Problem. Das ist zwar nicht das, was irgendwelche Rennsemmeln so schaffen, aber das braucht man auch nicht. Denn zum Glück ist ja bei uns in der Hobbyfliegerei der Weg das Ziel. Und da will man vielleicht gar nicht schnell von A nach B kommen, sondern man möchte möglichst lange brauchen, um nach B zu kommen, weil man bei B vielleicht gar nicht weiß, was man so tun soll. Also mir geht es zumindest immer so. So, dann nehmen wir hier mal wieder ein bisschen Gase raus. Wir brauchen es ja nicht übertreiben. Delta Oscar in der Position, eine Minute südlich von Sennestadt in 2000 Fuß, kommt zurück zur Piste 04. Ja, Piste 04 weiterhin richtig, der Wind aktuell aus 040 mit 3 Knoten, QNH 1020. Delta Oscar in der verstanden, QNH 1020 und die Piste 04. So, dann haben wir auch schon unsere Platzrundhöhe fast erreicht, hier über Sennestadt. Auf der linken Seite sehen wir noch den Flugplatz Bielefeld-Windels-Bleiche. Und auf der rechten Seite voraus haben wir mal wieder die Stromleitung. Wir kurven hier mal so ein bisschen in Richtung Gegenanflug. Boah, ist das ein ruhiges Wetter, das ist der Wahnsinn, ey. Vor allen Dingen hier in Oerlinghausen, da ist das wirklich ein Geschenk, ohne Scheiß. Das ist ein Geschenk der Natur, dass hier mal überhaupt der Wind da hängt und dass wir einfach kaum Luftbewegung haben. Das gibt es hier eigentlich nicht. Hier ist es eigentlich immer scheiße. Aber wenn du hier das Fliegen lernst, dann kannst du es eigentlich überall. Delta Oscar India dreht zentral in den Gegenanflug, Piste 04. Den anderen habe ich eben im Querabflug gesehen, der dreht jetzt gleich auch in den Gegenanflug, natürlich weit hinter mir. Und ich drehe jetzt gleich schon in den Queranflug der 04, deswegen ist die Separation absolut okay. Delta Papa Romeo, Gegenanflug Piste 04, vorausfliegende Maschine an sich. Delta Oscar India dreht in den Queranflug Piste 04. Aber man sieht es, ne? Wenn man vernünftig meldet und zum Beispiel auch sowas sagt, die drehe zentral in den Gegenanflug Piste 04, dann finden die einen auch sofort, ne? Die hat man sofort in Sicht. Stellt euch mal vor, der wäre kurz vor Eindrehen in den Gegenanflug gewesen und ich hätte einfach nur gemeldet, Delta Oscar India, Gegenanflug Piste 04. Dann hätte er als allererstes erstmal einen Schock gekriegt und würde sich natürlich die ganze Zeit umdrehen und denken, scheiße, Gegenanflug, ich bin auch im Gegenanflug, wo ist der, wo ist der? Und durch solche präziseren Meldungen ist das natürlich wesentlich einfacher, sich da ein vernünftiges Bild im Kopf herzustellen. Ne? Deswegen würde ich empfehlen, immer sowas zu melden, wie dass man zentral einfliegt oder auch die Drehpunkte zu melden. Flaps 1, Benzinpumpe 1. Drehpunkte zu melden heißt, dass man nicht einfach meldet Delta Oscar India Queranflug Piste 04, sondern wenn du da reindrehst, sagst du am besten, drehe in den Queranflug Piste 04, denn das ist eine sehr präzise Position. So. Delta Oscar India dreht in den Endanflug Piste 04. Jetzt wissen die ganz genau, dass ich an einem Drehpunkt bin. 040 mit 3. Okay, Wind 040 mit 3. Ah! Das ist Luxus! Das ist absoluter Luxus, Leute. 040 mit 3. Ich glaube, das habe ich hier noch nie gehört. Guck mal, wie schön es dann hier sich einschweben lässt, ne? Wahnsinn. Einfach komplett easy. Da brauchen wir wirklich fast nichts machen. Ein bisschen Seiten oder ne, zur Richtung korrigieren. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch abfangen, das Ding. So, abfangen, ein bisschen schweben lassen und dann können wir die hier schon easy hinsetzen. Zack. Ja, also bei solchen Verhältnissen, ne, da ist Fliegen einfach gar keine Kunst. Für Schüler ideal. Also ich freue mich echt auf die Flugstunde. Ich bin auch super pünktlich. In 5 Minuten geht's los. Haha! Bestes Timing. Ja, war ein massiv nicer Flug, ganz ehrlich. Also cool.
Cool, dass ihr das mal gesehen habt. Schön, dass ihr dabei wart. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Channel und aktiviert die Glocke. Dann verpasst ihr kein weiteres Video mehr von mir. Und ja, in dem Sinne, ich mach's ganz kurz. Ich wünsche euch always happy landings. Ich wünsche euch always three greens. Wenn ihr einen Retractable Gear habt, nur dann natürlich. Manche haben es ja, manche nicht. Herrlich, ey, das war so schön, ohne Scheiß. Ich hatte selten so einen ruhigen und schönen Flug. Das war wirklich einfach nur herrlich. Oh Gott, ey. Einfach entspannt. Ey, da kannst du die Seele baumeln lassen, ohne Witz. Nice. Bevor ich hier einen halben Orgasmus kriege, mach ich jetzt lieber aus. Ciao mit V. Keine Ahnung, ob der Satz richtig war. I don't know. Ich habe nämlich echt vergessen, was ich am Anfang gesagt habe. Kennt ihr das, wenn man so den Satz anfängt und du willst so ganz eloquent reden und dich auf gar keinen Fall versprechen, konzentrierst dich übelst darauf und vergisst einfach, was du gesagt hast? So? Katastrophe. Ja, die Einheit runter. Nee. So.